drauf hat. Egal, dann für YouTube herzlichen Glückwunsch, dass ihr mir zugucken dürft. Ja, herzlichen Glückwunsch zu Türchen 6. Herzlich willkommen, wollte ich sagen, aber pst. Climb the Mountain, 6 Minuten 11 für Silber. Inzwischen ist es mir egal, seit der vierten Map gestern. Ich muss erst andere Spiele ausstellen. So. Es ist eine Map von Buri, Lines, Novi und Q8. Ha. Na gut. Gratulation zum Video. Oh, danke. Gehen direkt mal los. Es ist anscheinend wohl ein schneebedeckter Berg. Was haben die Leute denn eigentlich alle mit den Kettensprüngen letzte Zeit? Die waren jetzt nicht so schlimm wie von den anderen Maps. Huch. So neu sind Ketten doch auch nicht, dass man damit jetzt alles bauen muss. Aber egal. Warum ist es eigentlich so dunkel? Dunkel, schmunkel. Ich sollte vielleicht gerader jumpen, dann habe ich nicht das Problem, dass ich zu kurz springe. Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Ich habe keine Ahnung, wo der Weihnachtsmann ist, so wie immer eigentlich. Ich behalte ein bisschen die Augen offen. Aber vielleicht kommt ja auch noch. I like cookies und sagt mir, wo der Weihnachtsboy ist. Vielleicht sagt das mir auch nicht. Wer weiß. Und nein, Aeron, ich brauche kein Video. Dankeschön. Bevor Aeron mir wieder ein Video schickt. Ach komm. Der Aeron immer mit seinen Videos. Kann ich lieber gleich selber einmal gucken. Es gibt Höhenrücksetzung. Sonst hätte ich jetzt gedacht, ich müsste vielleicht irgendwo mal unten lang laufen. Um die Ecke. Yuppie Checkpoint. Sehr hilfreicher Kommentar, Schmadi. Sehr hilfreich. Wie immer ist das übrigens, das habe ich gar nicht gesagt, am Anfang, das Video ist wieder aus dem Stream, deswegen rede ich mit Leuten. Steht aber auch ja eigentlich im Titel. Für die ganz Doofen. Komme ich nicht wieder hoch. Ja. Ich sollte ein bisschen konzentrierter springen. So wie ich gerade springe, wird das hier alles nix. So schlecht ist die Map gar nicht bis jetzt. Jetzt nicht so wirklich hübsch gebaut, also die Häuser sehen jetzt ein bisschen schlecht aus. Ich bin nicht drin gerade in Jump'n'Runs, aber egal. Ist jetzt nicht wirklich ultra hübsch gebaut, also ich wollte gerade sagen, warum bin ich zurückgebackt, aber wegen dem Zaun. Weihnachtsmann gucken. Erstmal nach dem Weihnachtsboy gucken. Da war nämlich Höhenrücksetzung deaktiviert. Okay, wir haben jetzt Elytra gehabt und Double Jumps. Das ist ganz nett. Ein Speedpart. Oh, ich mag Speedparts. Aber sehr kurz. Ich habe irgendeine Druckplatte angeblich übersprungen, was ich aber nicht habe. Oh, ein Wasserpart. Da wäre es aber nett, wenn er hier einen Checkpoint gemacht hätte. Weil Wasserparts sind jetzt nicht so einfach. So. Blub, 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 blub. No! Ah, ich habe gedacht, den Checkpoint berühre ich, aber habe ich nicht. Ups. Der Wasserpart ist fieslich. Ich
drückt zu spät nach vorne. Also Silber werde ich wahrscheinlich auch nicht erreichen, aber wie gesagt, nach den Maps gestern ist mir das auch inzwischen egal, ob ich überall Silber habe. Huch. Beziehungsweise nach der einen Map. Die hat mich dazu verleitet, einfach aufzugeben. Zu entscheiden, dass mir das zu doof ist, dieses Jahr überall Silber zu kriegen. Ich schaffe den Jump nicht. Normalerweise versuche ich eigentlich jede Map Silber zu haben, aber... die eine Map gestern, ne? Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ultra schlecht durchgekommen bin bis zu einem Punkt und war trotzdem da schon weit hinter Silber. Da habe ich gesagt, nee, lass mal bleiben. Dankeschön. Diesmal hat er den genommen. Eigentlich hatte ich den vorher auch schon, aber ist egal. Wir haben ihn jetzt und dann ist gut. Ich wäre gerne da hochgeschwommen, hat aber nicht funktioniert. Hier habe ich mich gerade sehr lang aufgehalten für einen Part, der gar nicht so schlimm war. Warum sollte ich das Jump'n'Run machen? Ich kann doch einfach hier hochlaufen. Hä? Okay, das war jetzt ziemlich Banane, das ganze Ding. Aber ich muss unten drunter jetzt, okay. Also das war jetzt ja... Was und wo passiert? Wieso? Was meint Herr Schmanti? Mit was ist denn jetzt passiert? Man weiß es nicht. Aber solange Schmanti weiß, was er meint, dann ist ja gut. Ich habe keine Ahnung, wo der Weihnachtsmann ist. Oder wo der sein könnte. Oh, es wird wieder Tag. Also bei mir waren keines lauten Geräusche, aber alles wird gut, Schmandi. Ja, ja, alles wird gut. Also wie gesagt, ich bin heute nicht drin in Jump'n'Runs anscheinend, also gar nicht. Noch weniger als sonst. Aber sonst ist das Jump'n'Run selber gar nicht so schwer gebaut. Ist eigentlich ziemlich angenehm, er hat viele Effekte benutzt. Find a way to the top. Wir haben Jump Boost. Warum macht er da eine Rakete neben? Man weiß es nicht. Am Weihnachtsmann habe ich immer noch nicht gesehen. Mist. Muss ich gleich einmal die Map abfliegen. Also Silber wäre hier wahrscheinlich locker möglich, wenn man es wollen würde. Wenn ich es gewollt hätte, hätte ich wahrscheinlich locker Silber kriegen können. Checken einmal kurz, ob wir den Weihnachtsmann finden. Und gleichzeitig kann ich auch mal bewerten. Es ist optisch jetzt nicht so wirklich hübsch gebaut. Ist zwar winterlich, aber von den Gebäuden her und alles ist da schon sehr meh. Ist ziemlich langweilig, ja. Ist bei okay bis gut. Ich glaube eher, dass ich. Ich glaube, ich gebe ein gut, weil es winterlich ist. Ja. Machen wir so. Optik gut. Eigentlich eher ein okay, aber weil es winterlich ist. Rutscht es noch ein bisschen hoch. Die Kreativität war sehr gut. Es gab alles Mögliche: Jump Boost, Elytra, Speed, Levitation und so weiter. Die Sprünge selber waren gut. Also alles in allem war es eine gute Map. War nicht so übelst aufregend oder so. Ich war nicht gut in Jump'n'Run heute. Ich gucke noch mal eben, ob ich den Weihnachtsboy finde. Und dann muss ich halt im Video einen Cut setzen. Ja, immer nett zu Leuten. Der Weihnachtsmann bringt, dass man... Husch. Ich glaube, man kriegt... einen Rang für 7 Tage oder so. Ich sammle ihn einfach nur for the lols. Kein bestimmter Grund. Oh.
Wie bin ich eigentlich noch schneller als eben als beim ersten Try gerade? So, jetzt sind wir hier bei dem Part. Bis hierhin habe ich wahrscheinlich geschnitten. Und dann müssen wir hier hinter, Dankeschön, Mann, die weiß ich das, und hier hinter rein. Und dann haben wir den Weihnachtsboy. Weihnachtsboy. Ich bin vorbeigeflogen. Warum bin ich vorbeigeflogen? Weihnachtsmann? Nein, bin ich nicht. Yay! Okay, dann sehen wir uns auf YouTube morgen wieder. Glaube ich. Mit Türchen 7. Es sei denn, ich falle um oder so. Tschüss.